Stendal für Sie, Andreas Müller. Hier gibt es die Neuigkeiten für die Altmark und den Elbhavelwinkel. MDR Sachsen-Anhalt hat heute in Stendal sein neues Studio eröffnet. Die Räume am Sperlingsberg sind für die trimediale Berichterstattung ausgelegt, also für Radio, Fernsehen und fürs Internet. Die Mahn- und Gedenkstätte Isenschnibbe soll an die Gedenkstättenstiftung des Landes übergeben werden. Darüber entscheidet heute der Stiftungsrat. Die Stiftung will mehr als 3 Millionen Euro in Isenschnibbe investieren, unter anderem in ein modernes Besucher- und Dokumentationszentrum. Der Stadtrat von Ahrensee widerspricht der nachträglichen Genehmigung zum Bau der Biogasanlage in der Schweinemast in Binde. Ein entsprechender Beschluss wird in der Sitzung am Abend gefasst. Der Rat protestiert dagegen, dass die Biogasanlage erst ungenehmigt gebaut und dann vom Amt auch noch nachträglich abgesegnet wurde. Ähnlich verfuhr Schweinemeister Strathoff mit mehreren Anlagen in Sachsen-Anhalt. Ist die Wahl des Verbandsgemeinderates Arneburg-Goldbeck vom November gültig? 2 Einsprüche hat es gegeben. Ob aber die Wahl beeinflusst wurde, das muss heute Abend in jener Verbandsgemeinderatssitzung entschieden werden, die im Falle des Falles angesetzt wurde. Soweit für Sie Neues aus dem Studio Stendal. Jetzt folgt der Blick auf die Straßen und das Wetter im ganzen Land. Danke.